Auftrag des Hexers Erwählen sollte Hendrik sein, ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. Hallöchen YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Part von The Witcher. Ja, wir stehen hier noch in dem Dörflein, wo die wilde Jagd ihr Unwesen getrieben hat. Ja, was machen wir denn als nächstes? Mach langsam. Sieht auch schon wahnsinnig aus. Ja, ich stress mich nicht, keine Sorge, Geralt. Nicht so schnell, Naja, jetzt schauen wir noch mal kurz auf die Karte. Was ja schon ein bisschen hart ist, ist ja hier die Menge an Fragezeichen. Jetzt überlege ich halt doch, ob wir nicht nochmal nach Weißgarten zurückgehen und da vielleicht, so gut es geht, noch ein bisschen was aufräumen. Bisschen was ist es, aber es ist auch jetzt nicht Unmengen viel. Ich meine, das sind auch XP, die wir brauchen, außer ich werde wieder so platt gemacht wie bei den Ertrunkenen da oben rechts. Weil ich habe mir ja mal so ein Video dazu angesehen, wo man so ein paar Tipps bekommt. Und da wird halt gesagt, dass Monstermetzeln gar nicht so viel XP bringt. Man soll tatsächlich eigentlich ein bisschen sich an die Quests halten, dass die ein bisschen mehr bringen. Deswegen würde ich eigentlich schon fast... Weiß gar nicht, was das hier... Achso, okay, den Typen hatten wir ja schon. Der vermisste Bruder. Stufe 33, okay. Abgeschlossen, ja gut, abgeschlossen interessiert uns nicht. Ja, Stufe 33 ist natürlich happig. okay, finde heraus, was der Schwager des Passierscheinfälschers braucht. Hexenjagd können wir machen. Hendrik war die Rede von Streit mit der Hexe. Okay. Wir haben Stufe 4. Könnte ich da nicht theoretisch noch was erlernen? In den Tipps war auch die Rede davon, dass man sich hier die nächste Stufe erhöht, die maximale Vitalität um 500, dass man sich das auch machen soll. Das würde ich auch direkt machen. Nein, tatsächlich will ich das hier hin haben und ich nehme jeden Tipp da gerne an, weil ich habe da eh nicht so ein Händchen für. So, jetzt habe ich mich schon mal gut an die Tipps gehalten. Jetzt sind wir da auch schon mal ein bisschen fitter, haben ein bisschen mehr Vitalität. Gut, jetzt bin ich immer noch nicht schlauer. Ich weiß nicht, ob ihr es doof findet, aber ich meine, die Mini-Quests gehören ja auch dazu. Das macht ja das Spiel nun auch aus. Was ist denn hier? Hier geht's zum blutigen Baron. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal zurück. Ich habe wieder falsch gedrückt. Und machen hier noch ein bisschen was. Dann sind wir auch ein bisschen stärker. Ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht vertue ich mich auch total und die sind jetzt viel zu stark für uns, die ganzen Geschichten hier. Verlassenes Dorf. War da mittendrin jetzt auch ein Fragezeichen? Nee, es war nur hier, ne? Nicht erkundeter Ort. Ich kann mich auch total irren und die machen uns genauso platt, aber von hier aus ist keine Schnellreise möglich, weil ich gar nicht an... Weiter so, Plätze. Hinter mir ist ein Schild. Aber ich würde es mir gerne mal ansehen und ich muss definitiv zum Schmied und ein paar Klamotten verkaufen. Das geht so gar nicht weiter. Das geht mir auch richtig schön auf den Nerven. Hui, wer immer runterschwebt. Ja, weil so kommt man auch nicht voran, wenn man die Taschen voll hat. So, wir sind zurück. Soll ich das Wasser schöpfen oder nicht? Achso, ich dachte, ich war jetzt gerade irritiert. So, wo ist der Schmied nochmal? Da müssen wir hier in die Richtung. Obwohl, kann ich ihm nicht auch ein bisschen Krempel verkaufen? Fossil sagt, er würde nicht mal seinem Hund das Wasser geben. Wegen der vielen Leichen. Hey! Was hast du denn so? Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Gut, ich möchte dir eigentlich furchtbar gerne was verkaufen. Kann ich das hier machen? Wir haben hier zwei Hemden.
Krieg ich Geld? Das kostet 10. Ja, so funktioniert's. Perfekt. So, die Rüstung viel schlechter. Die können schon mal weg. Das kann weg. Oh, ich bin so froh, dass ich ein bisschen mal was... Okay, die sind sogar stärker. Die behalten wir. Die Klamotten kann ich doch auch wegschmeißen, oder? Die bringen uns ja gar nichts. Das ist auch schlechter. Das sowieso. Das gibt ordentlich Asche. Ich kämpfe mit keiner Axt. Äxte finde ich blöd. Also ich möchte am liebsten beim Schwert bleiben. Deswegen verkaufe ich den ganzen Krempel jetzt hier. Ist schlechter. Alles schlechter. Ja, ist alles kaputt in irgendeiner Weise. Wahrscheinlich verkaufe ich jetzt irgendwas und ihr kriegt gerade die Krätze. No, wie konntest du das verkaufen? Und ich habe es trotzdem getan. So, wie sieht's hier oben aus? Da sind wir eigentlich auch schon ganz gut. Warum sind die Sachen hier rot? Ach, weil der die nicht annehmen kann. Boah, wir haben auch Bücher ohne Ende. Da sollte ich mir vielleicht auch mal irgendwie überlegen, ob man die nicht... Boah, ich kriege hier sogar Geld für. Der Teufel beim Brunnen, das kann ich doch auch verkaufen. Nachricht eines Mannes, das weiß ich gerade nicht genau. Vergibt das Tagebuch, können wir eigentlich auch wegschmeißen. Könnten wir. Verhörprotokoll, das war doch das mit dem Hexer. Ja, ich will jetzt auch nicht alles so weg. Zornig hingekritzelte Zeilen. Unverschickter Brief, da habe ich auch noch nicht reingeguckt. Gut. Ich weiß gar nicht, wie weit, ob dann wirklich alles voll ist. Aber das schaue ich mir, glaube ich, an, dann, wenn es soweit ist. Ich will auf jeden Fall diesen Rüstungsscheiß loswerden. Hier ist gar nichts. Hier haben wir auch ein paar nützliche Klamotten. Die kann ich mir zerlegen lassen oder irgendwie sowas, ne? Da müsste ich auch nochmal schauen, wie das geht. Ich bin soweit zufrieden. Okay. Ja. Haben wir das jetzt alles? Tschüss. Pass auf dich auf. Wo ist mein Geld? Ah ja, da kommt die Kohle. Seht ihr links? Bam, bam, bam. So, vielleicht hat der Schmied ja auch noch mal ein paar coole Klamotten für uns. Ich muss auf jeden Fall mein Schwert irgendwie reparieren. Oder reicht da dieses Reparaturkit, was ich da habe? Was war das? Ach, guck mal, sein Häuschen ist wieder aufgebaut. Wie nett. Ist ja witzig. Hallo. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Freust du dich? Wie ist die neue Schmiede? Na, wie arbeitet es sich in der neuen Schmiede? Ausgezeichnet. Die Nilfgaarder haben mir einen Blasebalg mit zwei Kammern aus Mahakam gebracht und einen Baumeister angeheuert, um einen Ziegelherd und Kamin aufzubauen. Die Sache ist nur, die Örtlichen wollen bei mir nicht mehr kaufen. Sie fahren lieber nach Koslitz, einen halben Tag von hier, auch wenn der dortige Schmied nie eine anständige Hacke angefertigt hat. Aber er ist ein Mensch. Darum geht es. Sei vorsichtig, Willi. Wenn es dazu kommt, dass Nilfgaard sich aus Weißgarten zurückziehen muss, solltest du besser mit ihnen gehen. Die Leute werden dir den Tod dieses Mannes nicht verzeihen. Oh. Was mir gerade auffällt, der Untertitel passt überhaupt nicht zu dem, was die sagen. Also ich meine, vom Inhalt her schon. Liegt das daran, dass ich zuletzt mir... Ich habe mir so ein Sprachupdate runtergeladen, das war aber auch zur Auswahl. Ich habe keinen Schimmer. Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. So, was haben wir denn? Ach, so ein Gedöns. Ach nee, da boah, muss ich mich jetzt wieder auseinandersetzen. Links auf dem Bildschirm siehst du Liste der Schemas in deinem Besitz. Verwende A, um Schemas auszuwählen und L, um nach oben und unten zu scrollen. Rechts auf dem Bildschirm siehst du eine Beschreibung des aktuell ausgewählten Gegenstands. In der Bildschirmmitte siehst du die erforderlichen Komponenten zum Herstellen dieses Gegenstands. Auch Handwerker müssen essen. Wenn dir ein Handwerker etwas anfertigen soll, musst du ihn für seine Dienste entlohnen. Wenn du das erforderliche Geld hast, drücke A, um den Gegenstand herstellen zu lassen. Du musst einen Handwerker auftreiben, der über die richtige Spezialisierung wie Rüstungs- oder Waffenschmied für den jeweiligen Gegenstandstyp sowie über das erforderliche Können verfügt, um einen Gegenstand dieser Qualität anzufertigen. Einige Gegenstände lassen sich zerlegen, um neue Handwerkzutaten zu erhalten. Suche dazu einen Handwerker auf, und wähle zerlegen.
Okay. Einige stehen sich zerlegen, um neue Handwerkzutaten zu erhalten. Suche dazu einen Handwerker auf und wähle zerlegen. Das hatte er jetzt nicht, oder? Oh, da reparieren. Kannst du mir das Schwert reparieren? Was kostet mich das denn? Rüstungsschmied. Kostet mich das. Nein. Ach, der Preis ist 55. Ja, mach das. Dann ist es wieder ganz. Ich bin happy. Die sind alle so ein bisschen angeranzt, die Klamotten. Kann das sein? Aber solange es noch nicht kaputt ist. Was hat er denn für Waren? Zeig mir, noch? Was du zu verkaufen hast. Vielleicht hat er auch noch super tolle. Ach nö. Aber was hat er denn da? Satteltasche, wie sieht's denn damit aus? Sattel lasse ich objektiv verstauen. 30 Kapazität der Satteltaschen. Ich weiß es gerade nicht, ob es das ist, was ich schon besitze. Oh. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Ja. Hier, Handwerk. Zerlegen. Verbesserung entfernen, reparieren, Handwerk. Boah. Ja, der kann mir hier die Leiter mal zerlegen, oder? Okay, das kann er also alles machen. Ist ja interessant. Gehärtetes Leder. Leder und Öl. Ist jetzt die Frage, ob man wirklich alles, was man so bei sich trägt, einfach gnadenlos zerlegt. Oder ob man das noch für irgendwas benutzt. Boah, das weiß ich nicht. Nee, wir belassen es erstmal dabei. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Nee, hab ich nicht. Ich habe doch Schluss gesagt. Was habe ich gesagt? Leb wohl. Leb wohl. Ja. Sehr schön. Okay, dann ist das auch wieder repariert. Und ich... Ja, ich habe dich überhaupt gar nicht angeschaut. So. Was haben wir denn hier als nächstes? Wir könnten eigentlich mal... Ich frage mich wirklich, ob das jetzt welche sind, die mich voll fertig machen. Wie, ich war von den Ertrunkenen echt sehr überrascht. Ich habe auch überhaupt nicht aufgepasst. Da muss ich mir echt die Aufnahme nochmal anschauen. Zur Zeit, wo ich das jetzt hier aufnehme, habe ich mir das nämlich noch nicht angeguckt. Von daher bin ich echt mal gespannt, ob ich wirklich einfach nur super wenig Leben hatte. Oder ob die mich wirklich einfach so weggebämst haben. Es geht um einen Hexer, habe ich schon gehört. Ja, gehen wir mal zum verlassenen Dorf. Auch wenn ich bewohntes Dorf lieber habe. Das ist der Brunnen. Hallo, wir sind wieder da. Ich mag das ja hier so gerne. So, dann gucken wir uns das mal an. Wo lang? Hier lang. Komm, Plötze. Aber wie witzig, dass diese Köpfe doch als Trophäen dienen. Ich dachte, das ist jetzt, das muss ich jetzt irgendwie nochmal abgeben. Aber nein, ist tatsächlich eine Trophäe. Was ist? Das ist nur ein Baumplötze. Da hast du schon schlimm ausgesehen. Hopp. Bin gespannt, wo ich da rauskomme. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Scheiße. Direkt mal wieder abgehauen. Ich traue dem Braten nicht, deswegen speichere ich hier nochmal. Bevor das wieder so ein... Ja, so eine üble Olle ist, die uns direkt am Anfang da fertig gemacht hat. Aber ich benutze... Das wird wahrscheinlich ein Geist sein. Magische Falle. Huch! Was war das denn? Ach nein, das ist ein Bär! Dann bleibe ich bei Feuer. Er schnarcht. Opala. Ja, das war perfekt. Da habe ich nicht aufgepasst. Ah, die sind immer zu weit weg, ey. Ei. Scheiße, ich wollte gerade ausweichen.
Ach, das war's. Ein Glück. Ist noch mal was? War der das? Da haben wir auch das Bärenfett. Der war es tatsächlich. Ich dachte, das sind immer automatisch Geister. Aber scheinbar nicht. A halten zum Interagieren. Ah, shit, ich glaube, diesen Punkt habe ich überhaupt nicht gemacht. Wisst ihr? Es gab ja oben auch diesen Punkt, wo die alte Hexe mich platt gemacht hat. Ich habe, glaube ich, gar nicht lang genug gedrückt, dass ich diesen Punkt bekomme. Weiter so, Plätze. Ja, weiter so. Halt! Das ist ja blöd. Weil, ich weiß, dass es temporär die Fertigkeiten erhöht. Aber, das sehen wir da oben. Das Irdenzeichen ist für eine halbe Stunde erhöht. Aber ich habe halt auch mal gelesen, dass es da nur zweitrangig darum geht. Und Level 4, das sollte ja machbar sein. Ja, der gräbt sich ein, ist ja witzig. Na toll. Und dass man... Shit. Ich bin noch nicht so weit. Oder meine Magie ist noch nicht so weit. Die sind schon nicht ohne. Ist da noch einer? Ach, da sind noch ein paar mehr. Einer. So, ich wollte eigentlich Druckwelle machen, aber gut. So, jetzt, das war's aber, ne? Ja, wie gesagt, es geht eigentlich hauptsächlich um diesen Fertigkeitspunkt. Da habe ich gerade noch mal ein bisschen Fußball gespielt. Als um diese temporäre, diese zeitweilige Erhöhung der Punkte. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, was haben wir hier? Alkohol... Herz gerade vibriert. So. Ich könnte auch mal diese blöden Fässer auch einsetzen. Das sehe ich immer viel zu spät. Haben wir sonst noch was? Weil diese Fässer explodieren ja dann noch. Und da kann ich mir auch ein bisschen Ärger vielleicht ersparen. Steck doch mal dein Schwert wieder ein. Junior. Und deswegen müssen wir auch nochmal zu der alten Tante da oben zurück. Das ist aber da hinten. Ich würde sagen, wir gehen aber jetzt mal hier hin. Ich möchte das wirklich alles mitnehmen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Leckeres Fleisch. So, und dann sind wir nämlich auch gut gewappnet für die andere Map. Habt ihr ja gesehen, was da auf uns zukommt. Von daher ist es, glaube ich, echt gar nicht verkehrt, dass wir hier alles mitnehmen, soweit es geht. Langsamer. Ja. Sind die Bäume aber ganz schön eng. Heya! Oh, geht nicht, oder? Was war das? Habt ihr gehört? Das hörte sich nach etwas Großem an. Kommst du da hoch? Weiter so, Plätze. Komm, hopp. Nee. Gut, kommen wir nicht hoch. Aber wir können doch bestimmt außen rumlaufen. Ein Ort der Macht. Na toll. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Wo ist er? So, ich will noch mal ein bisschen was fressen. Kein Tier? Ne? Da bin ich jetzt aber... Das hätte ich nicht erwartet. Du hast den Fertigkeitspunkt erhalten, das ist schön. Heißt Fertigkeitspunkt jetzt nochmal, dass ich ein Level Up hatte? Lauf, Plätze! Gut, als nächstes... Ja, es ist so ein bisschen Map-Abarbeiten, aber das ist schon vollkommen in Ordnung. Ja. An dieser Stelle machen wir Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lauf aber schon mal vorwärts.
Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.